Wir freuen uns über Sven aus Berlin. Hallo, ihr alle. Hallo, ihr an den Handys, an den Tablets, an den Fernsehern, an den vielleicht 1000, die da drauf sind, vielleicht an den 100, die noch hier sind. Das, was wir eben auf dem Lauf gemacht haben, das ist unseres, seit über 4 Jahren. Das hier ist nicht meins. Wir sind die Kritiker. Ui. Und natürlich hat man ja auch kritische Stimmen. Denn es muss endlich aufhören, dass wir uns selber feiern. Es muss nicht aufhören, dass wir Kraft sammeln. Aber das machen wir alle in unseren Städten, in unseren Gemeinden, in unseren Dörfern, montags, mittwochs. Aber das hier ist so ein bisschen kompliziert für mich. Und auch das Thema, was angekündigt wurde, Souveränität, ja, natürlich, aber das gehört wahrscheinlich zu uns allen. Und ich habe gerade mit dem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit dem Ex-Polizisten da hinten geredet und habe gesagt, warum steht denn Auto nicht hier? Genau das, was da an dem Auto dran ist, wenn wir schon über das Thema mal anfangen, genau das muss beredet werden. Und genau da müssen wir raus aus dem Rechtssein. Okay? Wenn wir über die Besatzung unseres Landes reden, wenn wir über die Souveränität unseres Landes reden, müssen wir raus aus dem Rechts. Und das können wir nur, wenn wir den Mut fassen, den Menschen das zu erklären, auf der kleinsten gemeinsamen Ebene. Und das ist, wie auf dem Lauf schon gesagt, die Besatzung. Damit beschäftigen wir uns. Ich weiß nicht alles, ich bin nicht so tief im Thema drin. Aber wir haben Menschen im Hintergrund, die sind viel mehr in dem Thema drin. Aber wir werden hier noch 30 Jahre auf die Straße gehen, wenn wir diese Themen nicht thematisieren. Fertig. Die DDR war souveräner, wie wir sind. Die DDR wurde der BRD nur angeschlossen. Die DDR wurde verkauft. Wir hatten 1990 die Chance. Wer hat sie angesagt? Herr Genscher hat gesagt, wir wollen sie nicht. Der Russe und selbst der Ami hat gesagt, naja, dann gehören sie wieder zusammen, dann bekommen sie alles wieder. Wir, unsere Politik hat Nein gesagt. Ist die DDR wirklich verschmolzen mit uns? Sind wir ein Land? Nein, wir sind kein ein Land. Guckt euch Mitteldeutschland an und so heißt es richtig. Ansa, höre schön zu, denn hier werden keine völkischen Sätze von mir kommen. Denn, wie auf der Straße gesagt, Nationalstolz, das besitze ich. Aber ich bin weder rechtsextrem, noch irgendwie rassistisch, noch irgendwie ein Nazi-Bowling-Kegelbahnbetreiber, okay? Das sind alles so Sprüche, um uns zu framen. Aber wenn man beständig ist und mit der Wahrheit, mit Fakten unterwegs ist, und wir sind in Berlin seit über vier Jahren mit Fakten unterwegs, ich selbst beschäftige mich seit 84 mit dem Thema, und dann kam der Mauerfall. Und selbst heute sagen wir immer noch, wenn die Menschen nicht gewesen wären, die Menschen haben geholfen. Der Mauerfall wurde schon viel früher beschlossen. Der letzte Koffer kam im November 84. Danach war vorbei. Und danach haben die Verhandlungen angefangen, wie macht man es am besten. Da gibt es Hintergrundberichte. Menschen, die im Hintergrund uns auch Informationen geben. Aber trotzdem sind die Türen aufgegangen. Und die Menschen sind durch diese Türen gegangen. Aber wir haben es versäumt, ein Volk zu werden. Wir sind alles Bürger dieses Landes, Menschen, aber wir sind im Moment Personen und das kann auch keiner absprechen. Das sagen alle, alle sagen das, das sagen Politiker, das sagen die Gerichte, das sagen alle. Fragt mal von der Bundeswehr im oberen Dienst, die werden euch das eben intern erzählen, wo sie hin müssen, um nachzuweisen, dass sie Deutscher sind. Warum? Zum Beispiel, wenn wir souverän wären, wenn wir ein eigenständiges Land wären, warum dürfen denn sämtliche Menschen auf der ganzen Welt hier in Deutschland mittlerweile Polizisten werden? Also jeder von euch selbst hier, die aufgeklärt sind, denken bestimmt, Polizisten dürfen nur werden, die Deutsche sind, im Sinne des Grundgesetzes, oder EU-Staatsbürger, richtig? Das ist die vorstellige Meinung hier. Nein. Nein. Schaut auf die Internetseiten der Polizei, dort steht es, wenn Sie nicht EU-Bürger sind oder nicht Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, fragen Sie Ihren Einstellungsberater. Wir finden da Möglichkeiten.
Und damit steht auch schon fest, das sind alles Puzzleteile, dass Deutschland kein souveränes Land ist. Punkt. Das ist aber auch nicht schlimm, denn es gibt viele Länder auf der Welt, die nicht souverän sind. Uns betrifft es jetzt erst. Über 60% der Deutschen beschäftigen sich mittlerweile mit dem Thema. Und jetzt kommt das besondere Thema. Selbst meine ausländischen Freunde beschäftigen sich mehr mit dem Thema wie wir. Fragt mal rum, wenn ihr in Spätis einkaufen geht. Fragt mal Türken, Kurden, Araber, die hier leben, weil sie unser Land lieben. Weil sie hier arbeiten wollen, weil sie Steuern zahlen wollen, weil sie ihre Ruhe haben, weil hier kein Krieg ist, weil hier noch Anstand ist, weil hier noch Werte zählen. Deswegen sind die da. Und selbst die sagen mittlerweile, ich möchte hier wieder weg. Fragt die über die Souveränität Deutschlands. Die sagen zu mir, wann bewegt ihr dummen Deutschen endlich eure Ärsche auf die Straße? Und das fragen wir alle. Aber das dürfen wir nicht hier fragen, auf so einen großen Plätzen. Das müssen wir in der Stadt fragen. Das müssen wir bei den Menschen fragen. Wir sagen seit 4 Jahren, probiert doch wenigstens mal das Konzept, was wir in Berlin gefahren haben. Macht Autokursus durch die Stadt, in die Stadtviertel. Die Trabantenstädte gibt es in jeder Stadt. Stellt euch auf die offenen Plätze. Klärt die Menschen auf. Klärt ihr die Menschen auf, die aufgeklärt sind. Der ein oder andere macht's. Der ein oder andere hat aber Angst. Wir haben vorhin beim Losgehen die deutsche Nationalhymne gespielt. Und vielleicht haben die Hälfte von euch auch gesagt, was machen die denn da? Das ist geframed. Wir haben im Kopf, das dürfen wir nicht. Das ist böse. Ansa, hör zu. Das, was wir 33 angefangen haben hier, darf nie wieder passieren. Nie wieder. Von diesem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und jetzt kommst du und die da hinten stehen. Ist von diesem Boden schon Krieg ausgegangen oder ist es nicht? Mehrmals. Mehrmals. Jetzt seht ihr, auch der Ansa, der kommt aus Berlin, mit Vorsicht zu genießen. Er hat einen üblen Kanal, aber man kann mit dem jungen Mann auch reden. Aber nicht heute. Nicht heute. Aber meistens nicht, wenn so viele Leute da sind. Und auch der Ansa hat sehr gute Gedanken. Aber nicht immer. Und selbst er hat uns schon gesagt, im Geheimen, er denkt über die letzten 4 Jahre kritisch nach mittlerweile. Aber wann habe ich das gesagt? Vor einem halben Jahr am Brandenburger Tor, wo wir uns getroffen haben mit Johnny. In Bezug auf was? Oh. Na, aber nee, ist ja kein ist Problem. Überlassen. Es gibt über die Demokratie, dass ihr wirklich denkt... Nee, aber ein konkretes Einzelfallbeispiel... Weil ihr weggenommen wurde. Die Polizei kam zu euch und hat gesagt, ihr seid in der Maßnahme. Da habt ihr beide zu mir gesagt, was ist denn jetzt los? Also irgendwie ist mit der Demokratie in unserem Land doch was faul. Das wirst du niemals von mir gehört haben. Dann waren wir im Brandenburger Landtag. Und jeder von uns dachte, oder von den anderen dachte, dass ich hier ein Parteiling bin. Weil ich ja über dieses Thema rede. Ich bin parteilos. Ich war 11 Jahre in der FDP. Das hat mir gereicht. Was ich da erfahren habe, hat mir gereicht. Und ich bin kein junger Mann mehr. Ich bin auch schon 52 und habe ja Guido Westerwelle noch live erlebt. Deswegen war ich eigentlich da mal drinne und habe dann gesehen, was im Hintergrund los ist. Deswegen, jeder kann denken, was er möchte. Jeder kann Partei wählen, die er möchte. Das und das. Wann verstehen wir das? Ich komme mit den Leuten von Ralf Bühler. Von dem ist das T-Shirt. Jeder sollte dieses T-Shirt tragen. Ralf, lieber Ralf, sei gegrüßt. Wir sollten uns am besten alle nackend ausziehen. Wir würden alle über uns lachen, aber dann wären wir Menschen. Dann könnten wir auf Augenhöhe miteinander reden. Ich brauche hier nicht in Anzug stehen. Und jeder hat vor uns Angst, vor diesen mit der Dienstkleidung da hinten. Man hat Angst. Aber wir freuen uns immer, auch wenn wir vorher die Nationalhymne abgespielt haben, diese Strophe, die man ja nicht spielen darf in Deutschland, die aber sehr, sehr viel aussagt, dass gleich eine Hundertschaft bei uns war und uns kontrolliert hat, was wir da noch spielen. Das ist immer so ein Zeichen, Sie müssen aufpassen. Liebe Polizisten, liebe Damen und Herren in Dienstkleidung, ihr müsst auf diese Menschen nicht aufpassen, weil die Menschen, die jetzt noch in Deutschland auf der Straße sind, sind halbwegs aufgeklärt. Halbwegs. Und, genau... Wir sind erwachsen. Und ich lasse auch viele Gegenmeinungen zu. Ich habe auch zu der Gegenseite mal in Berlin gesagt, wo sie gegen Abholzung waren,
wo die Baumschutzzone noch war, wollten sie in Berlin irgendwelche Viertel abholzen, habe ich den Link gesagt, ich komme mit euch mit, Nazis wollen wir hier nicht. Ich sage, ey, das hat doch nicht, wir sind doch Menschen, die machen was Schlimmes, also stelle ich mich damit hin. Genauso was in Grünheide passiert, das ist genau richtig, was sie machen, außer dass sie den Toten abgefackelt haben. Aber das ist doch, wir sollten doch nicht nur, weil die Gegenseite irgendwas macht, ist es doch falsch. Also wir sollten nicht damit argumentieren wie die Gegenseite. Alles, was wir machen, ist falsch. Nein, kann nicht sein. Weil jeder von euch, der mitgelaufen ist, hat gesehen, wie viele Menschen dort sind, die euch zugehört haben, die uns zugehört haben und den Daumen hoch gezeigt haben und genickt haben, dass irgendwas richtig ist. Was ist denn die letzten 4 Jahre passiert? Wir können hier so viel reden, so viel schlaue Reden machen. Wir können alles aufschreiben. Aber der Weg ist doch nach meiner Meinung. Das ist alles nur meine Meinung, die ich hier sage. Habe ich schon Weichreite gelernt. Das ist alles nur meine Meinung. Ja, und hebt mir bei die Hand. Ist ja okay, was Sebastian da macht. Man sieht uns ja. Aber vor 4 Jahren ist dieser Berg übers Wasser gekommen. Und wir haben alle Angst gehabt. Wir haben uns alle mal getroffen, wie vorhin gesagt wurde, wegen Corona. Wegen den Maßnahmen, wegen den Restriktionen. Wir hatten alle Schiss. Wir haben auch gedacht, was ist das, was da kommt? Ist das gefährlich? Und die Ersten haben früher angefangen mit zu denken, die anderen ein bisschen später. Ich seit Oktober, November 2019 schon, weil ich wusste, da war irgendwas. Der Drosten hat schon mal was geplant. Und der Wodak war da und hat es gestoppt. Und danach haben sie es nochmal probiert und wieder gescheitert. Und dann kam das Event 201 und alle anderen Dinge, die sie mit der WHO geplant haben. Und dann kam es. Und wir wurden alle überrascht. Und deswegen sind wir alle auf die Straße gegangen. Wir haben aber sofort alle anderen sozialkritischen Probleme auch benutzt und haben gesagt, Leute, passt auf, diese Pandemie ist gefaked, was man damals nicht sagen durfte, dann wurde man weggekascht und wir gehen zu 2030, vielleicht 2032, je nachdem wie schnell sie sind. Aber das, der Weg ist doch klar. Pandemie, Ruhe, Zucker, Peitsche, Pandemie, Ruhe, Zucker, Bargeldabschaffung, Arbeitsplatzverlust, der Mittelstand geht pleite. An alle Neuen, ich bleibe mal da stehen. Ich habe nur 10 Minuten, ich weiß, aber ich könnte 2 Stunden reden. Ich finde es gut persönlich, dass der neue Widerstand, also Bauernproteste, Mittelstandsproteste sind auf die Straße gegangen, ab Dezember. Finde ich gut. Aber mittlerweile haben wir Ende April. Und wir müssen uns klar sein, alle, dass der Mittelstand hier kaputt gemacht wird. Ganz klar. Die Bauern kriegen unmoralische Angebote. Jeder Landwirt, jeder selbstständige Landwirt weiß das. Er lügt sich selber in die Tasche, wenn er sagt, das stimmt nicht. Ihr kriegt so viele unmoralische Angebote, dass ihr es irgendwann annimmt. Irgendwann stellt ihr euch 10 Windräder auf eure Äcker, irgendwann stellt ihr eure Äcker voll mit Photovoltaik, kriegt dafür pro Hektar 6.000 Euro im Monat. Das ist mehr und da muss ich Herrn Lee recht geben, obwohl ich ihn nicht leihen kann, manchmal in seine Aussagen. Das ist genau die Aussage. Mehr Geld verdient man nur mit Heroin. Fertig. Und das sind die unmoralischen Angebote. Kein Landwirt, der selbstständig ist, wird jemals wieder in seinen Beruf zurückgehen. Und das Ackerland ist verloren. Ackerland, wenn es einmal weg ist, darf es nie wieder Ackerland werden. Also, jeder Bauer, jeder Landwirt, jeder Lohnunternehmer, jeder, der damit zu tun hat, jeder von den Verbänden, hört auf, euren Leuten Mut zu machen. Der Mut ist vorbei. Der Mittelstand ist weg. Er ist pleite. Unser Land ist pleite. Wie oft sollen wir das noch sagen? Und man sieht's doch. Jede Woche verlassen 100 Menschen Deutschland. Und wir reden hier von Fachkräftemangel. Die Fachkräfte gehen weg. Die gehen weg. Ich könnte auch weg. Aber ich habe eine Familie. Meine Frau Mutter ist 81, die ist auch noch am Leben. Und wegen meiner Familie und meiner Frau Mutter habe ich gesagt, ich bleibe hier, ich kämpfe wegen meinem Land. Ich kämpfe darum. Ich bleibe hier. Und jeder, der weggeht, der sollte sich schämen. Und jetzt zum Anfang sind schon viele weggegangen. Die mit den klugen Sprüchen, die mit dem Geld verdienen. Ja? 4 Jahre. 4 Jahre. Und ich spreche überall. Ich habe meine eigene Organisation, wir sind auf der Straße seit 4 Jahren, manchmal 4-mal die Woche in Berlin. Ansa weiß es. Irgendwann haben wir aufgehört, weil es immer weniger wurden, von 4.500 auf 50. Weil es ist ja alles vorbei. Corona ist vorbei, die Maßnahmen sind vorbei.
wo der Bundestag die Maskenpflicht gekippt hat, wurde uns gesagt, so, jetzt können wir aufhören, oder? Ist vorbei. So denken Menschen. Das kann man denen noch gar nicht übel nehmen, weil es fehlen die Aufklärer. Colette ist eine Aufklärerin. Ralf Bühler ist eine Aufklärer. Ich bin eine Aufklärer. Uns hört man nicht so gerne zu, weil wir mit den Fakten kommen. Die Fakten sind trocken. Der Vorredner sagte etwas von Selbstmordrate. Lieber Vorredner, sag die Zahl. Die Selbstmordrate bei 0 bis 18-Jährigen ist in den letzten 4 Jahren um 800% gestiegen. Verdammt. Um 800%. Meine Ziehtochter hat selber gesehen, wie jemand aus der Schule vom 5. Stock gesprungen ist, weil er nicht mehr konnte. Was haben Sie die letzten 4 Jahre mit unseren Kindern gemacht? Verdammt. Was haben Sie mit unseren Alten gemacht? Unsere Alten sind hoffnungslos gestorben. Die lagen in ihren Seniorenwohnheim und keiner durfte hin. Die sind gestorben. Die Geschichte aus Bergamo ist getürkt. Zum Beispiel RKI-Files. Glaubt das? Warum sind hier nicht 100.000 Menschen mittlerweile? Warum? Uns wurde erzählt, irgendwann wird jeder einen Corona-Toten kennen. Ich kenne nur Impftote. Ich bin mehr bei Beerdigungen wie bei Geburtstagen mittlerweile. Das ist so. Hört auf mit Post weg, wenn ich das höre. Das gibt es nicht. Das ist ein Einfall. Das ist ein Einfall der Politik. Post weg-Syndrom. Hört auf damit. Auch wir sollten damit aufhören. Das sind klassische Impfschäden. Wie kommen wir ins Handeln? Ins Handeln? An diesem Auto steht's dran. Gibt uns endlich einen Friedensvertrag. Gibt uns den Friedensvertrag. Warum? Warum lachst du, Hansa? Nein, haben wir einen Friedensvertrag? Mir scheint es... Siehste? Ich hab nur gelacht kurz. Ja, ist okay, alles gut, aber trotzdem. Also, ein Friedensvertrag. Und jetzt kommt ein bisschen näher. Das, was in dem Auto steht, das müssen wir zulehnen. Weil das Ziel ist die Souveränität. Okay? Warum redet man, und man hat es vergessen, von einer sogenannten Kanzlerakte? Das ist Verschwörung, immer noch. Herr Scholz, zeigen Sie den Menschen die Kanzlerakte. Stellen Sie sich hier hin und erklären Sie den Menschen, ob wir souverän sind. Dann lade ich Frau Dr. Merkel ein, Herrn Dr. Schäuble, Herrn Gysi, laden wir alle hier ein. Herr Lauterbach, Herrn Spahn, die uns den ganzen Mist eingebrockt haben. Ich sage nicht, wie Herr Hane, die Handschellen müssen klicken, weil es geht nicht. Die Immunität eines Politikers ist so hoch, dass wir niemals einen Politiker vor Gericht sehen. Wir müssen die Immunität aufheben und dann könnten sie vor Gericht. Herr Kanzler Scholz, weiß er selber, würde schon längst im Gefängnis sitzen. Das wissen die alle, aber sie lachen über uns. In der Corona-Krise ist Frau Dr. Merkel vom Bundeskanzleramt zum Paul-Löbe-Haus gelaufen. Gelaufen. Wo waren wir alle? Wo sind wir alle im Widerstand? Ich rede alle an. Alle Organisatoren. Warum treffen wir uns nicht alle und machen dort eine Demo? Und ihr wisst alle, wo an den Nebeneingängen des Bundestages, wenn die ihre beschissenen Sitzungen haben. Warum treffen wir uns dort nicht alle? Das, was Ralf Bühler auch sagt. Und sprechen Sie direkt an. Sie können sich nicht wehren, weil das die Wahrheit ist. Frau Dr. Merkel verpasst den CDU-Bundesparteitag, weil Herr Jürgen Trittin verabschiedet wird. Hat sich schon mal jemand mit Herrn Trittin beschäftigt? Hat sich schon mal jemand mit Herrn Beck beschäftigt? Hat sich überhaupt schon mal jemand mit den Grünen beschäftigt? Dieses Wort, was ich jetzt innen drin habe, wurde mir von Frau Faeser mittlerweile verboten, weil man damit sehr vorsichtig umgehen muss. Aber es ist nur meine Meinung, Pädophilie spielt bei den Grünen eine große Rolle. Okay? Das sollte jeder im Kopf haben. Und dieses der Wahlbetrug sollte auch jeder im Kopf haben. Wir werden nie wieder Waffen in Kriegsgebiete liefern. Das ist ein Betrug am deutschen Menschen. Wahlen. Wir können uns lange über Wahlen unterhalten. Bringen sie was, bringen sie nichts. Nach meiner Meinung sind die Wahlgesetze so, dass egal ist, ob ihr wählt oder nicht wählt. Weil wir haben den Bundestag mit über 700 Möchtegerns, die dort sitzen und regieren. Und die reichen aus, um eine Wahl zu machen. Das ist es. Die brauchen uns noch nicht mal dazu. Wir müssen als Mensch auf die Straße. Wir müssen als Mensch zeigen, dass wir die Schnauze voll haben.
Ja, das ist aber immer ganz, ganz schwierig. Wir können darüber stundenlang sinnieren, weil da kommt dann auch die Digitalisierung ins Spiel. Okay, um eine Personenstandsabfrage zu machen, die ein paar Jahre weit weg ist. Dort gibt es gar keine Unterlagen mehr, weil alle Unterlagen wurden auf Disketten und auf weiß der Geier was für Laufwerke gezogen. Das ist schwierig. Die Digitalisierung überrollt uns. Alles, was gemacht wird, ist positiv. Ich finde einen Roboter auch positiv, der am offenen Herzen operieren kann und somit Menschenleben retten kann. Kein Problem. Dieser Roboter kann aber auch Negatives. Schaut euch an, was hier passiert mit den kleinen Robotern, mit den Drohnen. Die Überwachung ist überall. Schaut in eure Städte an die Ampeln. Alle Ampeln werden umgebaut. Unsere Polizei wartet nur noch auf die neuen Autos. Schaut euch England an, dort konntet ihr es sehen. Da hält euch kein Polizist mehr an, die sitzen in ihren Autos. Die haben alles in ihren Autos. Okay, Kennzeichenerkennung, Personenerkennung und dann halten sie euch an. Das ist der gläserne Mensch. Wie ich vorhin gesagt habe, die Asylbewerber kriegen eine Bezahlkarte. Die Grünen haben sich ja dagegen gesträubt. Im Endeffekt waren sie schon lange dafür. Jetzt ist sie da und das funktioniert einwandfrei. Wer sind die Nächsten? Die Bürgergeldempfänger? Kommen die dann auf die Straße? Die Beamten? Ist auch im Gespräch, dass die Beamten als Nächstes die Bezahlkarte bekommen. Kommen die auf die Straße? Die werden niemals auf die Straße kommen. Ich verstehe Sie, wir haben interne Kontakte zur Polizei. Wir kennen ein paar Polizisten, mit denen reden wir. Die Polizisten werden mittlerweile aussortiert. Es sind Teams unterwegs in den Akademien, die raussuchen, welche Polizisten bleiben und welche gehen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Altgediente Polizisten sagen zu mir, Sven, es nützt nichts mehr. Die werden alle so Gehirn gewaschen. Die werden das machen, was von oben kommt. Außer wir Menschen sind auf der Straße. Wir haben von Anfang an gesagt, vor über 4 Jahren, die können mit allem rechnen. Sie können Planspiele machen. Sie können uns Kriegsangst machen. Das Einzige, was sie nicht können, uns manipulieren. Sie können nicht wissen, wie wir reagieren, wir Menschen. Noch nicht. Und das sollten wir ausnutzen. Muss es denn wirklich erst jedem selbst betreffen, dass wir ins Handeln kommen? Bitte handelt. Jeder für euch, jeder für sich, in seinem Umfeld. Wir brauchen diese Großdemos nicht. Geht raus in die Stadt, geht zu Lidl, Aldi und wie sie alle heißen. Da, wo die Menschen sind. Die müssen das sehen. Hier stehen wir nur für uns. Hier bemitleiden wir uns für uns. Hier schmieren wir uns Senf und Zucker um den Mund. Und im Hintergrund sind Menschen, und jetzt komme ich zu der Kritik zum Abschluss. Liebe Leute, Organisatoren, geht als Menschen auf die Straße, geht so rauf für die Sache, nicht für Geld, nicht für Ruhm, nicht für Ehre. Es gibt keine Köpfe in diesem Widerstand, weil wir sind Menschen, verdammt. Und diese Köpfe des Widerstandes sind schon lange nicht mehr da. Die haben ihr Schäfchen im Trocknen, okay? Und da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Wir haben uns seit über 4 Jahren angelegt, mit allem, weil wir nehmen kein Geld. Wir kommen hierher, weil wir es wollen. Der Tank ist getankt, weil ich arbeiten gehe und unsere Leute auch arbeiten gehen. Wir verdienen unser Geld. Wir wollen kein Geld, weil ihr habt immer weniger Geld im Portemonnaie. Und dann treffen wir uns, ihr sollt auch noch spenden. Für was denn? Jeder Organisator, der hier ist und hier, ich kenne viele Organisatoren hier, die sind jetzt schon zum Kotzen gespannt, weil ihre Demos übernommen werden. Ich sage nochmal, jeder kann machen, was er will. Aber der Trog in der Mitte wird sich nicht ändern. Der Trog ist voller Geld in der Politik. Und wir können nur die Schweinchen auswechseln. Aber der Trog bleibt immer noch in der Mitte. Wie lange sollen wir warten? Uns wird von denen keiner helfen. Bitte, versteht es endlich. Tut mir leid. Aber ich bin immer so, dass ich das sage, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und Politik hat uns noch nie geholfen. Noch nie. Wir konnten machen, was wir wollten. Es wurde uns nicht geholfen. Jetzt wird wieder Zucker hingeschmissen, weil die Rentner ein bisschen Rentenerhöhung kriegen. Nein, die wird wieder runtergemacht. Die IFO ist im halben Jahr mit ihrem Wachstum für dieses Jahr bei null. Jetzt schon. Die Städte werden immer leerer. Unsere Kinder werden gemordet. Unsere Frauen werden gemordet. Der Kulturaustausch geht ohne Ende.
Seit 2015 haben wir unsere Türen aufgemacht. Haben wir gut gemacht, Frau Dr. Merkel. Vielen, vielen Dank dafür. Und was passiert? Wir zahlen. Also, mein Vorschlag, wir entziehen dem Staat unser Geld. Nein, sag! Nein, wir müssen dem Staat unser Geld wegnehmen. Ja, nein, sag! Ja, einfach nein sagen. Wir haben mal gesagt, lasst euch doch alle mal 2 Wochen krank schreiben. Geht mal 2 Wochen nicht tanken. Geht mal eine Woche keine Zigaretten kaufen hier in Deutschland. Die würden kommen und würden betteln. Sie leben nur von unserem Geld. Der Staat macht fast 1 Billion Euro. 1 Billion Euro, so viel wie bei 20 Jahren nicht. Und wir kriegen es nicht hin, unser Land zu retten. Was machen wir mit unseren Kindern? Die gehen in die Kitas und haben jetzt Anfasszimmer? Echt? Wo sie sich gegenseitig die Finger überall reinschieben? Das ist eklig. Das sind Verbrecher in meinen Augen. Der das zulässt, sind Verbrecher. Wir müssen unsere Kinder schützen. Wir haben sie versucht, 4 Jahre lang zu schützen. Aber das ganze Ding geht doch weiter. Nach den Sommerferien sollen Teams in die Schulen und soll Staatsbürgerkundeunterricht geben. Sollen das vermitteln, was wir bösen Rechten, wo wir ja kein Recht haben. Wisst ihr eigentlich, liebe Politiker, dass rechts nicht von rechts kommt, sondern von Recht? Und dass die NSDAP keine rechte Partei war? Das ist Geschichte und die darf nicht umgeschrieben werden. Das ist schlimm. Wir wollen das nicht mehr. Ich stehe hier und sage, von diesem Boden darf kein Krieg ausgehen. Dann hört auf, Waffen zu liefern. Es hat schon gereicht, dass Herr Schröder offen zugegeben hat, dass wir Serbien bombardiert haben. Ohne Mandat. Okay? Ohne Mandat. Von diesem deutschen Boden ist Krieg ausgegangen. Dafür sollten wir uns schämen, alle miteinander. Und das sind keine Floskeln. Definitiv nicht. Auch mit Corona. Wir werden mit Corona noch jahrelang zu tun haben. Mit der mRNA werden wir jahrelang zu tun haben. Es gibt keine Langzeitstudien. Die mRNA tötet und schädigt Menschen. Und wir werden irgendwann dafür zahlen, weil der Lastenausgleich ist schon längst beschlossen und das Solidaritätspaket auch schon. Wir werden irgendwann wieder dafür zahlen. Aber trotzdem sagen wir, alle, die sich mit dieser Plürre haben stechen lassen, sind Kronzeugen. Und die brauchen wir. Geht auf die Menschen zu. Bitte, geht auf die Menschen zu, sucht doch endlich mal wieder das Gespräch. Kommt in den Diskurs, diskutiert. Wir gehen nicht mit Mittelfinger durch die Stadt. Wir gehen auf jeden zu. Wir reden mit den Linken, wir reden vielleicht mit der Antifa. Wir reden mit allen, weil wir sind Menschen. Irgendwann wird es uns alle hier in diesem Land betreffen. Aber dann ist es zu spät. 2030. Wir werden alle nichts besitzen und werden trotzdem glücklich sein. Macht euch darüber Gedanken. WEF. Ganz gefährlich. WHO. Super gefährlich. Was jetzt entschieden wird im Mai. Und dass sie das Bargeld abschaffen, das ist für die da oben, und ich meine nicht die Politiker, dort sind Menschen im Hintergrund, die viel mehr anstellen wollen, die drücken den Knopf und das war's. Dann sind wir Sklaven, dann müssen wir gehorchen, oder ihr habt kein Leben mehr. Denn 1984 hat der Berater des französischen Präsidenten schon gesagt, Menschen, die das 65. Lebensjahr überschritten haben, brauchen wir nicht mehr. Die sind unproduktiv. Alle anderen müssen für diese Menschen zahlen. Wofür brauchen wir diese Menschen? Okay, deswegen fordern wir freie Gesundheit für alle. Freie Bildung für alle. Unsere Kinder können von mir aus bis zum 18. Lebensjahr in diesem Land alles kostenlos bekommen. Alles. Wir könnten mit einem Schlag über 400 Milliarden Euro einsparen. Wenn wir erst an uns denken, die Grenzen zumachen zu unserem Schutz, die Souveränität fordern, was einfach legitim ist, dieses Land wieder souverän zu machen. Wir müssen entscheiden. Wir müssen von unten nach oben entscheiden können. Und dann können wir es schaffen. Reden wir aber hier weiter von Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, wird hier nichts passieren. Deswegen, dieses Auto ist genau das Richtige. Was dort draufsteht, lest euch alle durch. Denn Souveränität hat nichts mit Rechtssein zu tun, hat nichts mit Nazis zu tun, hat nichts mit Extremismus zu tun. Dafür müssen wir auf die Straße. Aber die Menschen da draußen, nicht wir, die da Menschen da draußen müssen erkennen, was für ein Unrecht hier gerade vor sich geht. Und denkt immer daran, die Linie ist klar, nach meiner Meinung.
2030 ist alles vorbei. So lange haben wir noch Zeit. Und keine Partei der Welt wird uns retten. Niemand. Und zum Schluss, das ist ein persönliches Anliegen. Ich wollte erst hier nicht reden. Weil auch hier Menschen sind, die nicht miteinander reden. Ich bin auf Geheiß von Colette hierher gekommen, weil wir uns sehr oft unterhalten haben. Und ich habe gesagt zu Menschen, die hier nicht hergekommen sind, ich fahre hierher, weil mir der Lauf am Herzen liegt. Die Organisatoren liegen mir nicht am Herzen. Warum? Weil sie Streit untereinander haben. Und den sollten sie klären. Denn das, was hier ist, und der Thorsten gehört dazu, die Reformation 2.0, egal wer sie gegründet hat, egal wer sie ins Leben gerufen hat, diese 10 Thesen sind super wichtig. Diese 10 Thesen bringen uns voran. Redet miteinander. Redet miteinander und macht wieder eins draus. Bitte, tut mir den Gefallen. Ihr könnt den Menschen nicht erklären, was für ein scheiß Streit bei euch herrscht. Und das muss geklärt werden, weil die Reformation an sich ist eine super Sache. So wie sie jetzt ist, ist sie blöd. Macht sie alles kaputt, macht sie mehr kaputt, wie sie ganz macht. Deswegen stehen hier auch nur 400-500 Leute. Sonst würden hier 2.000-3.000 stehen. Und meine persönliche Meinung zum Schluss. Ich halte nichts von EVs, von irgendwelchen Clubs, Gesellschaften, Stiftungen. Ich halte davon gar nichts. Weil wenn man gegen das System kämpft, kann man uns als System nicht ausnehmen. Das sollte man schleunigst lassen. Vielen Dank und ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch.